Zum 42. Vogelschießen in der Neuzeit wurde nach Linda eingeladen. Traditionell begann das Schützenfest mit einem Umzug durch den Ort. Wie immer sorgte die Feuerwehrkapelle Vogtsdorf für die richtige Marschmusik. Der Festumzug wurde vom Oberbürgermeister Dr. Martin Antonow und vom Vorsitzenden des SV Linda, Mirko Espich, begleitet. Wie immer marschierten auch die Linda-Schützen sowie die Schützenvereine aus Gürbersdorf und Galenz mit. Ebenso waren die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Linda mit dabei. Die Feuerwehr hat Nachwuchs bekommen. Genau, der Nachwuchs gesichert. Im letzten halben Jahr sind 3 Kinder dazugekommen. Alles sort Mädels, aber die Frauen unterstützen uns, denke ich mal, auch tatkräftig dann bei unserer Arbeit. Hier zu sehen sind Sportler vom SV Linda und die Kindersportgruppe. Am Sportcenter angekommen, begrüßte Ulrich Emrich alle auf das Herzlichste. Der Oberbürgermeister Dr. Martin Antonow eröffnete das Fest. Gut, Schuss, Glück auf, sportfrei, Glück auf. Nun war das Schützenpaar des Vorjahres, Jörg Weihrauch und Viktoria Richter, gefragt. Mit ihren ersten Schüssen wurde das Preisschießen eröffnet. Aber wie hat es Jörg Weihrauch geschafft, Schützenkönig zu werden? Also auf alle Fälle eine ruhige Hand. Und das nötige Quäntchen Glück, genau das Herz zu treffen und dass es natürlich runterfällt. So. Vor mir haben es einige schon getroffen, es fiel nicht. Ich hatte das Glück, dass es gefallen ist. Und so läuft das Preisschießen ab. Für das Preisschießen können alle mitschießen, egal ob Mitglied oder nicht im Sport. Und aber auf das Herzstück können dann nur mitschießen, wer Mitglied im Sport ist. Jeder konnte so viele Schießlose kaufen, wie er wollte. Mehr als 100 wurden insgesamt verkauft. Parallel dazu hatten auch die Frauen die Möglichkeit, sich beim Schießen zu beweisen. Sie konnten ihre Kugeln auf Scheiben abfeuern. Seit vielen Jahren sorgt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Vogtsdorf mit seiner Blasmusik für Stimmung. Es ist ein sehr schönes, kleines Dorffest, sehr gemütlich. Es macht sehr viel Freude, hier Musik zu machen. Neben einer Tombola gab es auch ein Luftballonstechen für die Kinder. Bei uns ist es so, die Kinder haben Spaß am Luftballon zu zerstechen. Und wir sind der Meinung, ein Luftballon muss nicht ganz bleiben, der wird zerstochen. Hier gibt es nämlich tolle Preise zu gewinnen. Jeder Luftballon ist ein Gewinn. Wir haben ein rotes Herz, das ist unser Hauptpreis. Da gibt es einen kleinen Naschbeutel. Kinderschminken ist auch kostenlos bei uns, was natürlich auch zu jedem Kinderfest und zu jedem Schützenfest mit begeistert. Mit einem kleinen, bunten und musikalischen Programm gastierten auch die Kinder des Kindergartens Buratino aus St. Michaelis hier im Festzelt. Nun zurück zum Vogelschießen. Hier am Schießstand tauchte der Begriff Abschussvogelbau auf. Steffen Heinrich erklärte uns, was man darunter versteht. Die Herstellung des hölzernen Vogels, die Anbausache beim Schießen und die Durchführung. Diese Familientradition gibt es schon sehr lange. Die Tradition in meiner Familie besteht seit 1860 durch meinen Urgroßvater. Der stammte aus Hermsdorf im Erzgebirge. Dann hat es übernommen mein Großvater, der dann wohnhaft in Reichenau war, bei Frauenstein. Und ich habe das nach dem Tod von meinem Großvater 1988 übernommen, um die Tradition nicht aussterben zu lassen. Der Sportverein SV Linda ist der Ausrichter des Vogelschießens. Hier am Sportcenter wurde in den letzten Jahren vieles geleistet und neu geschaffen. Wir vom SV Linda sind hier immer an Weiterentwicklungen bemüht oder um Weiterentwicklungen bemüht. Und deshalb haben wir jetzt dieses Jahr investiert hier in den Volleyballplatz, in den Beachvolleyballplatz. Da wird regelmäßig von unseren Volleyballern, von den 3 Volleyballmannschaften trainiert, 3-mal die Woche. Und natürlich können auch andere Interessierte vorbeikommen und gern mal bei uns eine Runde spielen. Vor 3 Jahren wurden die Bedingungen des Königsschießens geändert. Früher konnte man nur einmal Schützenkönig werden. Und jetzt ist es so, dass ein Schützenkönig nach 10 Jahren wieder mitkämpfen darf. Insgesamt nahmen 5 Schützen am Königsschießen teil. Kurz nach 17 Uhr fiel der erste Schuss auf das Königsherz. Thomas Emmerich war der erste Schütze. Danach war Mirko Espich an der Reihe.
Der dritte im Bunde war Günther Gerlach. Anschließend war Joachim Emmerich an der Reihe. Als letztes trat Klaus Pfeiffer an den Schießstand. So wurde das Herz erst einmal weich geschossen. Es dauerte sehr lange, bis das erste Stück vom Mast fiel. Nach knapp einer Stunde dann fiel das nächste Stück zu Boden. Nach diesem Schuss von Mirko Espich war Günther Gerlach an der Reihe. Er feuerte drei Bolzen auf das Herz und dann fiel das letzte Stück herunter. Es hat 90 Minuten gedauert. Der neue Schützenkönig erhielt die Schärpe und die Schützenkette. Die Freude war riesig und so schätzte er das Schießen ein. Haben alle fair gekämpft und alle wirklich voll aufs Ziel gehalten. Es konnte jeder werden. Und ich hatte das Glück gehabt eben und habe den Vogel abgeschossen. 1993 wurde er das erste Mal Schützenkönig. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Linda.